Die China-Aktien in den USA sind massiv gefallen, weil sie da delistet werden könnten. Jetzt gibt es da aber Fortschritte, was eine echte Chance sein kann. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch viel Verwirrung zu dem Thema. Und darum geht es hier heute um die sechs größten Irrtümer zum Thema Delistings von China-Aktien, aber auch um die ganz neuen Entwicklungen, die wir gerade haben. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Das Delisting von China-Aktien in den USA oder die Gefahr, dass es dazu kommt, das ist ein großes Problem. Es hat viele Anleger auch schon viel Geld gekostet. Aber was noch dazu kommt, ist eben, dass das Ganze auch ein Chaos ist mittlerweile. Wir haben da Missverständnisse, widersprüchlichste Meldungen und eine Begriffsverwirrung auch und Sprachverwirrung. Also wirklich von babylonischem Ausmaß inzwischen kann man sagen. Ich merke es ja auch an den Kommentaren, an den Zuschriften, die ich kriege. Das Thema verwirrt viele. Und es liegt nicht an den Anlegern, sondern es liegt schon zum größten Teil auch eben an der Berichterstattung, vor allem die deutschsprachige Berichterstattung, die wir da haben. Da gibt es natürlich auch positive Ausnahmen, aber unterm Strich ist das Ganze keine Sternstunde für unsere Finanzmedien. Und das führt dann aber natürlich dazu, dass die Anleger jetzt resigniert sind bei dem Thema und dass sie genau jetzt, wo es eigentlich Anzeichen dafür geben könnte, dass das Ganze dreht, dass es sich vielleicht sogar schlagartig verbessert, dass sie das jetzt gar nicht mehr mitkriegen. Darum, es ist einfach so, wir müssen noch mal ran an das Thema, wir müssen auch ein paar Irrtümer da ausräumen. Und wenn Sie schon andere Videos von mir gesehen haben zu dem Thema, dann wiederholt sich vielleicht jetzt auch das eine oder andere. Das ist unvermeidlich, leider. Aber wir sind ja Börsianer. Wir mögen ja Langeweile. Das macht unseren Erfolg doch auch aus, dass wir uns Sachen reinziehen, so wie die Inflation steigt, die Fed hebt die Zinsen an, alles schrecklich und jeden Tag das Gleiche. Und trotzdem hören wir es uns jeden Tag wieder und wieder an. Das ist unsere Stärke. Also, Delisting-Gefahr. Die USA sagen, die chinesischen Unternehmen, die in USA börsennotiert sind, die erfüllen nicht die gesetzlichen Vorgaben. Das haben sie übrigens noch nie getan. Man hat sie trotzdem immer gern genommen in all den Jahren. Aber jetzt ist es eben anders. Und wenn sie jetzt die Vorgaben 3 Jahre hintereinander in Folge nicht erfüllen, dann fliegen sie raus, dann werden sie vom Kurszettel gestrichen. Und das heißt jetzt, wenn sich da nichts ändert an den ganzen Rahmenbedingungen, dann kommt 2024 die große Delisting-Welle. Die SEC, die Börsenaufsicht in den USA, die hat vor ein paar Wochen auch Listen veröffentlicht mit 11 betroffenen Unternehmen, also unter anderem Baidu, Yum China, BeiGene und so weiter, ein paar andere auch noch. Da ist dann der Eindruck entstanden zum Teil, es würde bis jetzt nur diese 11 Aktien betreffen und die anderen eben nicht. Das stimmt aber so nicht. Das Ganze ist eine Formalie. Diese Unternehmen haben eben schon Berichte vorgelegt und es betrifft eben doch selbstverständlich alle China-Aktien, die in den USA gelistet sind. Das ist schon mal Irrtum Nummer 1. Wenn man also solche Aktien hat, es bringt jetzt nichts, dass man drauf hofft, naja, die werden jetzt schon nicht dabei sein. Sie sind auf jeden Fall dabei. Worum geht es bei dem Ganzen? Es geht nicht darum, was man ständig hört, dass die Chinesen keine ordentlichen Berichte vorlegen würden. Das ist der Irrtum Nummer 2. Also so wie es zum Beispiel hier steht, ich lese das mal vor. Dass es chinesische Technologieunternehmen mit einer genauen Bilanzierung einstweilen nicht ganz so ernst nehmen, ist kein Geheimnis, schreiben die hier. Und weiter hinten schreiben sie dann auch noch: Das Gesetz gibt der SEC die Befugnis, bla bla bla, die Aktien eines Unternehmens vom Handel auszusetzen, wenn das Unternehmen den Aufsichtsbehörden 3 Jahre lang keinen Zugriff zu den Jahresabschlüssen des Unternehmens gewährt. Also mit anderen Worten, so wird es hier dargestellt, die Unternehmen machen anscheinend Jahresabschlüsse und die zeigen die dann aber keinem, sondern die sperren sie weg in den Safe. Ist völliger Quatsch.
was hier steht. Also natürlich legen die Unternehmen der SEC Abschlüsse vor. Wirtschaftsprüfer testierte Abschlüsse, genauso wie jedes andere Unternehmen auch. Und diese Abschlüsse, die kennt ja auch jeder und jeder kann sie sehen. Bis auf die Autoren hier natürlich. Die haben sowas wahrscheinlich noch nie gesehen. Es geht jetzt aber eben nicht um die Berichte, sondern es geht um das PCAOB. Das ist ein amerikanisches Gremium, das beaufsichtigt Wirtschaftsprüfer. Und die wollen Einblick nehmen in den Prüfprozess. Und da hat China aber schon immer gesagt, auf gar keinen Fall machen wir nicht mit. Da geht es um sensible Daten, sicherheitsrelevante Daten unter Umständen. Und das PCAOB ist eine ausländische Organisation, die lassen wir da nicht ran an diese Daten. Das ist der Grundkonflikt. Und die chinesischen Unternehmen, die können diesen Auflagen ebenso nicht entsprechen, weil sie es nicht dürfen. Es hängt also nicht von den Unternehmen ab, sondern es kann wirklich nur gelöst werden auf der politischen Ebene. Und da ist jetzt aber eben das Interessante, dass es da jetzt eben eine Annäherung gibt, dass Peking da seine Haltung wahrscheinlich auch ändert. Da komme ich gleich noch dazu. Irrtum Nummer 3. Es hat nichts zu tun damit, dass die China-Aktien in den USA ADRs sind. Sie sind ADRs und das wissen wir alle, das sind eigentlich Verbriefungen, aber es sind Sponsored ADRs. Die sind beauftragt worden von den Unternehmen selbst. Das macht jetzt also nicht einfach nur eine Bank irgendwie so zum Spaß. Und die sind eben oft auch die einzige Möglichkeit, dass man mit den Anteilen von dem Unternehmen handeln kann. Und das Problem kann eben sein, wenn man jetzt Anleger ist und wenn man sich zu sehr festbeißt an diesem ADR-Begriff, dann denkt man wahrscheinlich, wo ein ADR ist, ist ja irgendwo auch noch eine handelbare Originalaktie. Und das ist in dem Fall eben nicht so oder oft nicht so. Oder dass man eben vielleicht dann auch denkt, naja, wenn die delistet werden, dann werden die ADRs dann ja sicher automatisch eingetauscht gegen die Originalaktien. Ich muss mich um nichts kümmern. Kann sein, wenn es hart auf hart kommt, dass man es dann so macht. Wenn ich aber die Anteile, die ich dann irgendwie kriege, wenn ich die gar nicht handeln kann, dann bringt es mir auch nichts. Und Irrtum Nummer 4, es hat auch nichts zu tun mit den Strukturen, die die Gesellschaften haben, diese verschachtelten VIE-Strukturen, die Variable Interest Entities. Das ist was, das hat die amerikanische Börsenaufsicht interessanterweise nie groß interessiert. Viele Anleger interessiert es aber natürlich schon, viele Anleger verschreckt es auch. Es ist aber wirklich ein größeres Thema für sich. Und Sie kriegen dazu von uns nächste Woche einen Zukunftsmärkte-Report. Da behandeln wir das ausführlich. Das war auch schon lang mal fällig, dass wir das mal machen. Chinesische Aktien eben und ihre umstrittenen VIE-Strukturen. Die Reports von uns sind gratis, jeder kann sie lesen. Sie müssen sich nur einmal eintragen dafür auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Und damit sind wir auch schon bei Irrtum Nummer 5. Das ist verwandt mit diesem ADR-Irrtum auch. Nämlich einfach das, dass alle US-Aktien, die delistet werden könnten, ja sowieso weiter in Hongkong handelbar sind. Gefährlicher Irrtum, das sind sie eben nicht und schon gar nicht automatisch. Es gibt welche, die in den USA an die Börse gegangen sind ursprünglich und die inzwischen jetzt ein Zweitlisting in Hongkong haben, was für die Anleger natürlich gut ist in dem Fall. Also Alibaba, JD.com, NetEase, Baidu, Scilab, Bilibili und einige auch noch mehr und es werden auch jeden Monat immer noch mehr. Aber die Mehrheit trotzdem, die Mehrheit von diesen 270 China-US-Aktien oder wie viel auch immer das sind, die hat eben kein Zweitlisting. Und es werden viele von denen in Hongkong auch keins kriegen. Die Börse Hongkong ist streng, sodass viel von dem, was in den USA jetzt gelistet ist, das wird es da nicht schaffen. Von der Historie her, von der Gewinnentwicklung her, von der Struktur her. Also so viel auch nur mal zu den strengen Kriterien in den USA, die ja so streng sind, dass die Chinesen damit nicht klarkommen. Und umgekehrt dann aber auch Irrtum Nummer 6, nicht alle China-Aktien sind US-Aktien und
können jetzt von den USA auch delistet werden. Das sage ich jetzt wirklich auch nur noch der Vollständigkeit halber, weil es eben auch viele so unsägliche Berichte gegeben hat, so in die Richtung BYD, Tencent, Xiaomi, die werden jetzt alle delistet. Das werden sie nicht, weil das keine US-Aktien sind, sondern Hongkong-Aktien. So wie viele hundert andere hunderte Aktien aus Hongkong auch, die auch in Deutschland ganz normal handelbar sind. Aber der Verwirrung waren da eben keine Grenzen gesetzt. Und was auch noch wichtig ist, Irrtum Nummer 7 von 6, die es eigentlich sein sollten. Man darf diese Delisting-Kandidaten eben auch nicht verwechseln mit den chinesischen Firmen, die auf einer dieser schwarzen Listen sind in den USA, wo eben Unternehmen drauf sind mit Verbindungen zum chinesischen Militär zum Beispiel, also tatsächlich oder vermeintlich. China Mobile ist da drauf, China Telekom, die sind in den USA jetzt schon nicht mehr handelbar. Bei uns sind sie es aber schon noch, weil es sind ja eigentlich Hongkong-Aktien. Es ist nur manchmal natürlich verwirrend, das gebe ich auch zu. Aber wie gesagt, jetzt gibt es plötzlich Fortschritte. Was ist passiert? China hat eben plötzlich gesagt, und zwar sowohl die chinesische Börsenaufsicht als auch das chinesische Finanzministerium, man will sich dieser ausländischen Prüfaufsicht jetzt öffnen. Die Prüfdokumente sollen eingesehen werden können, auch von nicht-chinesischen Organisationen. Und der Schutz von diesen Daten, die dann irgendwie vielleicht sicherheitsrelevant sind, der ist jetzt die Aufgabe der einzelnen Unternehmen. Die müssen gegebenenfalls dann eben Rücksprache halten. Aber, und das war dann noch das Beste in dem Statement von der chinesischen Börsenaufsicht, in der Praxis spielt es wahrscheinlich sowieso keine große Rolle. Also viel Lärm, umso gut wie nichts, könnte man sagen. Klingt wie ein Durchbruch. Es ist noch nicht durch, aber die chinesische Börsenaufsicht hat jetzt zum Beispiel eben auch schon mal ein paar von den Konzernen da zusammengetrommelt, die das betrifft, also Alibaba, Baidu, JD.com und noch weitere, und hat gesagt, sie sollen das mit der erweiterten Offenlegung jetzt wirklich auch schon mal durchexerzieren. Und es gibt natürlich noch viel Skepsis da. Es gibt viele, die sagen, naja, das muss man jetzt schon mal erst auch im Detail sehen, ob das wirklich so klappt. Und die USA, die haben jetzt auch noch nicht gesagt, das ist jetzt die große Lösung, sondern im Gegenteil, die sagen ja sogar noch, es wird da keine halben Sachen geben, entweder volle Offenlegung gleich oder eben doch die Listing. Aber man muss doch unterm Strich sagen, also erstens, sie verhandeln, sie reden miteinander, und zweitens, China ist da wirklich auch kompromissbereit. Sie wollen eine Lösung, es ist ihnen nicht egal. Das ist ja auch im Raum gestanden, erstmal so, dass man befürchtet hat, wegen der ganzen Feindseligkeit, die da sowieso drin war bei dem Thema, dass sich die Chinesen dann auf den Standpunkt stellen, dann lassen wir es halt auslaufen, das alles. Das tut uns weniger weh als euren Anlegern. Wir stärken jetzt halt unsere eigenen Finanzmärkte. Das ist aber nicht so. Sie wollen das offensichtlich wirklich beilegen, und damit wird es jetzt da auch wieder spannend. Die China-Aktien in den USA, sie sind eben massiv unter Druck gekommen dadurch. Das hier ist der Nasdaq Golden Dragon China Index Aufsicht von einem Jahr. Der hat sich in der Spitze gedrittelt von über 15.000 auf 5.000 Punkte. Er hat sich jetzt die letzten Wochen wieder erholt, gut erholt, als das Ganze hochgekommen ist mit dem Entgegenkommen von China. Sie haben es gesehen vielleicht in meinem Video damals. Er ist aber immer noch unter 7.500 Punkten. Und meiner Meinung nach, wenn wir wirklich da eine Einigung kriegen und wenn dieser Druck dann wirklich wegfallen sollte, dann gibt es da viele Einzelaktien, gerade bei denen, die kein Zweitlisting haben im Moment, die dann enormes Kurspotenzial haben. Es gibt auch viel Schrott, das ist wirklich so bei den China-ADRs, aber die guten Unternehmen, gute Unternehmen, vielleicht aus der zweiten, dritten Reihe auch, wo man bis jetzt absolut nicht gewusst hat, wie es mit denen weitergehen soll, und die man natürlich abverkauft hat, wie verrückt, die uninvestierbar waren, um es mal mit JP Morgan zu sagen.
Wenn die einfach nur mal wieder ein ganz normales Börsendasein hätten, wo man auf die Fundamentaldaten schaut und auf die Bewertungen, da wäre viel Luft nach oben, wirklich viel. Es ist natürlich noch spekulativ, das Ganze, und man muss sich die Einzelunternehmen schon auch gut anschauen. Und die Einigung muss auch nicht wirklich kommen, ich sage es nochmal, aber wir sind trotzdem an einem hochinteressanten Punkt, wo man dann, wenn man spekulativer Anleger ist, meiner Meinung nach inzwischen jetzt auch schon wieder ein bisschen was riskieren kann in dem Segment. Die Aktien liegen am Boden ohnehin, sowieso schon, bis es akut wird mit den Delistings, dauert auch noch 2 Jahre. Allerdings, das, was ich nämlich auch glaube, wenn es zu einer Einigung kommt, dann kann ich mir trotzdem auch vorstellen, dass es trotzdem Unternehmen geben wird, aus China, die dann wirklich sensible Daten haben, die sie nicht weitergeben dürfen. Und denen wird die chinesische Regierung dann wahrscheinlich nahelegen, ihr lasst euch besser doch mal die Listen. Siehe DiDi Global zum Beispiel. Und was ich Ihnen heute erspare, das ist, dass ich jetzt nochmal hier lang und breit meiner Fassungslosigkeit Ausdruck verleihe, was für Kursverluste wir auch gehabt haben bei den Aktien, die ihr Hongkong-Zweitlisting schon haben. Das ist ja lachhaft gewesen, wirklich in der Vergangenheit. Jedes Mal, wenn es Meldungen gegeben hat in die Richtung, sind auch die trotzdem wieder stark abgerutscht. Es ist lachhaft, weil das sind ja die Gesellschaften, die die Lösung schon haben für ihre Anleger. Und auch die großen Indexanbieter, zum Beispiel MSCI und so, die haben ja auch schon lang umgeschichtet von den US-ADRs dann jeweils in die jeweiligen Hongkong-Aktien. Da haben wir also auch in vielen Fällen in diesem Bereich immer noch übertrieben niedrige Kurse. Und da, bei diesen Hongkong-Sachen, da brauchen wir auch nicht zwingend den Verhandlungsdurchbruch, den großen, weil die sind ja auch in Hongkong, wie gesagt. Okay, ich hoffe, Sie haben jetzt doch ein bisschen was Neues erfahren, auch noch, und zwar nicht zu langweilig. Demnächst wird es hier wieder ganz spannend. Da geht es nämlich um das Thema neue Weltordnung, beziehungsweise um die Mutmaßungen, die es dazu gibt. Da bohren wir hier also mal das ganz dicke Brett. Ich weiß nicht, ob ich das Thema wirklich aufarbeiten kann, schon bis Montag, aber auf jeden Fall, es kommt demnächst und ich hoffe, Sie sind dann auch wieder dabei. Dafür am besten den Kanal abonnieren, dabei auch die Glocke drücken, dann kriegen Sie auf jeden Fall schon mal mit, wenn das Video da ist und wenn alle anderen Videos natürlich auch da sind. Irrtum Nummer 8, der größte Irrtum von allen, Geld anzulegen, ohne diesen Kanal abonniert zu haben. Und für mich ist es natürlich auch eine große Hilfe, wenn Sie den Kanal abonnieren. Und denken Sie außerdem natürlich auch noch an unsere Gratis-Zukunftsmärkte-Reports nächste Woche zu den umstrittenen VIE-Strukturen bei chinesischen Unternehmen. Ist ein bisschen speziell das Thema, das gebe ich zu, aber wir wollen uns ja auch ein bisschen abheben. Einfach dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.